Weil du da gerade so stehst, wollte ich dir eigentlich mal was zeigen, was an den Mangroven so total geil ist. Das siehst du das da? Auch dieses eine Blatt. Das Spannende ist, dass die Mangrove, weil sie ja im Salzwasser steht, ja irgendwie das Salz loswerden muss. Und das macht die dann, indem die das Salz in Blätter parkt und reichert es dann da an. Ab und zu muss man die natürlich auch ansprühen und dann wird immer so ein bisschen Salz auch über die Oberfläche abgezeichnet. Hier sieht man es zum Beispiel auch ganz gut, es glitzert so ein bisschen. Aber irgendwann mal fängt die an und fängt an, das Salz dann einzulagern in die Blätter rein. Und die Blätter wirft sie dann weg. Und so kriegt die ihr Salz weg. Deswegen kann die Mangrove so jetzt im Meerwasser stehen. Ich weiß gar nicht, wie alt die jetzt ist. Also ich glaube, hier siehst du das auch, so ein Blatt. Das sind also keine absterbenden Blätter, weil die jetzt irgendwie zu wenig Wasser hätte. Das ist das Tolle an der Mangrove, man muss sie nie gießen. Ja. Ja, kannst du also nicht vergessen. Aber ganz spannend, wie die Blätter sich verändern. Und wenn man dann mal an denen rumkaut, das ist wirklich, na, also es ist echt voll salzig. Aber ich glaube, wir müssen die mal wieder schneiden, weil wie du siehst, wächst die jetzt dann die LEDs wieder weg. Glaub, wir müssen die tatsächlich wieder schneiden mal. Aber gut. Vielleicht kriegt sie ja bald einen besseren Platz, falls wir sie noch transportiert kriegen mit all ihren ganzen Wurzeln. Die hat jetzt schon Standwurzeln gemacht. Ist ein Produkt teuer oder günstig? Ist ja in der jetzigen Zeit ja immer so ein Thema. Ah ja, komm, dann nehme ich vielleicht ein Produkt, das 10 Euro weniger kostet oder die Flasche kostet halt so. Aber was macht ein Produkt eigentlich günstig oder was macht ein Produkt teuer oder preiswert? Über das wollen wir heute ein bisschen eingehen und auch mal erklären, was vor allem die Konzentration von einem Produkt für eine Auswirkung darauf hat, ob es wirklich was wert ist oder nicht. Um jetzt videogerecht was zeigen zu können, habe ich dann praktisch mal was vorbereitet, um jetzt nicht irgendwie schlechte Stimmung aufkommen zu lassen oder irgendwas. Es geht hier also nicht um Marken, das möchte ich heute jetzt mal ganz klar sagen. Deswegen benutzen wir einfach unsere Behälter so, wie sie sind. Den Rest erkläre ich euch, den könnt ihr euch dann denken oder auch nicht, aber es geht hier nicht darum, dass wir jetzt sagen, da besser oder sonstiges besser, sondern ich möchte den Augenmerk auf euch etwas lenken, was auch in Bezug zu diesem Nachhaltigkeitsvideo, das wir gemacht haben, manchmal Thema in manchen Kommentaren war und was jetzt da einspielt, was zu dieser Idee eigentlich gebracht hat, weil für mich die Sache eigentlich bisher immer selbstverständlich war und vielleicht gar nicht so arg darüber nachgedacht habe, dass man über sowas mal redet. Wenn ihr euch ein Produkt kauft, dann hört er ja das öfter mal Verpackungen und dies und es muss eine Papierverpackung sein oder dies oder jenes sein, weil das dann nachhaltig ist. Die Frage ist, ist es wirklich so? Das beides soll euch mal ein Beispiel zeigen, was wirklich es bedeutet, wenn man wenig Verpackung benutzt oder warum man eine bestimmte Art von Verpackung benutzt, auch wenn sie Kunststoff ist. Das hat nämlich durchaus manchmal seinen Sinn. Es gibt gesetzliche Vorschriften, wie zum Beispiel bei Futter oder solche Sachen, wo schon explizit drinsteht, es muss so verpackt sein. Aber es hat auch, und das war das, warum wir es so gemacht haben, absolut praktische und vor allem tatsächlich nachhaltige Gründe, manchmal eine Kunststoffverpackung zu nehmen. Der erste Punkt, den wir angehen wollen, ist Konzentration. Habe ich eine Lösung, habe ich immer Salz in Wasser gelöst. Wer chemisch ein klein wenig bewandert ist, weiß, dass man auf gar keinen Fall Salz konzentrieren kann. Man kann zwar eine konzentrierte Lösung herstellen, wenn sie denn aber 100% konzentriert wäre, dann ist immer noch ein ganzen Haufen Wasser drin, das ich ja zu Hause aus dem Wasserhahn nehmen kann oder aus der Osmoseanlage. Deswegen ist das konzentrierteste Produkt, was ihr überhaupt haben könnt, immer nur das Salz selber. Das geht physikalisch gar nicht anders. Stellt euch vor, was passieren würde, was ich jetzt aus reinen nachhaltigen Gründen, was die Gesundheit meiner Korallen angeht, natürlich nicht mache. Wenn ich jetzt diese 2 Kilo Salz in diese 2 Liter Wasser schütte, dann habe ich 3,5 Liter Flüssigkeit. Jetzt transportiere ich 3,5 Liter Flüssigkeit. Ich habe für 3,5 Liter Flüssigkeit eine Verpackung dafür, dass ich es nachher sowieso wieder mit Wasser mische. Das ist der Grund, warum es bei uns nur die Salze gibt und keine Lösung. Verstehen wir nicht, warum wir das rummachen müssen. Das Zweite, was jetzt natürlich zustande kommt, ist die Tatsache, dass diese Art von Verpackung, in dem Fall haben wir eine PET-Dose genommen, ein 100% rein, das soll jetzt laut Hersteller schon 80% Recyclingmaterial intus haben, einschließlich dem Deckel, habe ich das geringstmögliche Gewicht an Verpackung für die maximale Menge an Produkt. Das PET schützt davor, dass Feuchtigkeit in euer Salz geht, damit stimmt euch nachher auch die Dosierung stimmt und das Produkt wird nicht verschmutzt. Was ich mit Papier, Pappe,
mit irgendwelchen Mischpräparaten, Tetrapacks, Folien, wo ich also Aluminium, Folie und auch noch Pappe habe, gar nicht hinkriege und wo auch die Produktion viel aufwendiger ist. Bei PET, jedenfalls nach den Firmen, die Recycling betreiben, sagen sie, dass es zu 100% recycelfähig ist und auch wieder recycelt wird. Daher ist für mich, nach logischen Gesichtspunkten, so eine Verpackung auf jeden Fall nachhaltiger, als wenn ich mit einem Tetrapack oder mit einem was weiß ich was arbeiten würde, wo ich mehrere verschiedene Sorten habe. Und ich habe das mit Abstand konzentrierteste. Bei einer Lösung beginne ich Wasseraufbereitung machen zu müssen. Das heißt, ich mache Wasseraufbereitung, ihr macht Wasseraufbereitung zu Hause. Das heißt, wir beide schmeißen einen Haufen Wasser weg, um ein klein wenig Osmose oder Reinstwasser zu bekommen. Es reicht vollkommen auf, wenn ihr das sowieso macht. Eure Osmoseanlagen sind völlig ausreichend in der Menge her, damit eine Lösung hergestellt werden kann. Über die Vorteile jetzt beim Calcium, Magnesium oder Carbonat, da gehen wir jetzt nicht explizit drauf ein, auch nicht jetzt wegen Balling Light. Es geht lediglich darum, dass ihr versteht, dass eine Lösung immer die schlechtere Konzentration beinhaltet, immer die deutlich höhere Verpackungsmenge benötigt, als das an Salz an sich braucht und daher auch konzentrierter ist. Vor allem, wenn man es mit Reinsalzen zu tun hat, die sich ohne weiteres auflösen lassen. Ein richtig gutes Beispiel für Konzentration und auch für Produkte, ob sie teuer sind oder günstig sind, können wir zum Beispiel mal, ich habe jetzt als Beispiel unser BactoBlend genommen, ein Bakterienprodukt. Hier, das steht einfach stellvertretend für irgendetwas. Jetzt sehen wir in unseren Shops natürlich 500 Milliliter 20 Euro und hier Beispielpreis 30 Euro. Zuerst wird man jetzt nun sagen, naja gut, 500 Milliliter, 30 Euro, das Produkt ist teuer. Machen wir uns jetzt aber mal die Mühe und wir betrachten die Dosiermengen, die überhaupt zur Dosierung benötigt werden, dann werdet ihr teilweise feststellen, dass es Produkte gibt wie dieses, bei dem man zum Beispiel sagt, ich habe hier eine Standarddosierung, eine Dauerdosierung von 3 Milliliter auf 100 Liter, während manche Produkte XY zum Beispiel schon mit 10, 20 oder 30 Milliliter pro 100 Liter dosiert werden müssen. Jetzt ist die Frage, warum ist das so? Nun, das hat was mit der Konzentration zu tun. Wenn ich natürlich hier pro Milliliter fast eine Milliarde Bakterien habe, in der anderen vielleicht 100 Millionen, dann muss ich da natürlich 10-mal so viel dosieren, um dieselbe Menge zu haben wie da drin. Heißt also, ich zahle hier ehrlich gesagt eigentlich 200 Euro für die Flasche und nicht 30. Also schaut euch die Konzentration an, mit der dosiert werden muss, was man denn tatsächlich braucht. Bei Fauna haben wir es halt so, dass wir eben mit Hochkonzentraten arbeiten, so wie bei Min-S, wo manchmal halt nur ein Tropfen oder zwei Tropfen auf 100 Liter gemacht werden muss. Für Dosierpumpenanhänger ist das manchmal ein bisschen schwierig, ich verstehe das. Aber in der Effektivität und in der Nachhaltigkeit habe ich eine kleine Flasche mit wenig Verpackungsgewicht und wenig Transportkosten, ergo auch CO2. Weil ich das Produkt konzentriert machen kann, kann ich es in einer viel besseren Qualität machen, da ich dann eben auf zusätzliche Konservierungsmittel verzichten kann. Dementsprechend achtet einfach darauf, genau was die Dosierung angeht, dann macht euch manche von unseren Preisen, die vielleicht manchmal ein bisschen höher sind, mehr Sinn, weil sie tatsächlich deutlich günstiger sind. Da das jetzt natürlich wieder so eine Art Werbevideo war, ich finde die ja selber eigentlich immer langweilig, müssen wir jetzt irgendwie wieder den Spaß reinbringen. Also ich trinke da jetzt nicht und probiere die auch nicht, wie in den anderen Videos, das der Tobi immer so ganz gern will, weil wenn so viele Bakterien drin sind, ist das keine gute Idee. Das schade. Ja, aber das hat auf die anderen Bakterien einen gewissen Einfluss, der was, nicht näher erläutert werden muss. Was würde passieren, wenn du sowas trinkst? Ich jetzt? Ja. Naja, ich würde sagen, den einen oder anderen Tag wird man sicherlich dann zu Hause verbringen, alleine, und wird vielleicht schauen, ob man dann vielleicht nach 3-4 Tagen wieder was zu sich nehmen kann. Also ich glaube, besonders angenehm ist es nicht, aber ich habe tatsächlich auch noch keinen gehabt, der auf die Idee gekommen ist, das Zeug zu trinken. Also es ist ja auch so gemacht, dass es eigentlich gleich bitter schmeckt oder gerade, es geht ja bei uns immer um Kinder, wenn die sowas in den Mund kriegen, dass sie sofort ausspucken. Da kann man schon ein bisschen was dran machen und so machen wir unsere Produkte, dass es einfach halt eben gar nicht erst dazu kommt, dass da größere Mengen genommen werden. Also was tatsächlich geht, ist Min-S. Also man muss schon krank sein, wenn man sich das reinpfeift. Aber das ist praktisch wie Garnelensuppe halt hochkonzentriert. Es schmeckt aber auch alles so bäh. Da kriegst du sofortigen Würgereiz. Also das schaffst du nicht. Also als normaler Mensch schaffst du das nicht. Also alles gut. Ich habe es aber ehrlich gesagt auch, ist mir als Schwabe zu teuer, das in dem Fall zu testen. Deswegen lasse ich das auch nicht trinken. Ist nicht gemacht worden. Es steht auch extra drauf, nur für Aquarien bestimmt. Nicht, dass da irgendeiner jetzt auf dumme Ideen kommt und will das jetzt austesten. Also ich würde es nicht machen. Lasst es einfach sein. Alles gut. Was mir nur wichtig war, ist, achtet eben auf Konzentrate. Konzentrate machen sehr viel Sinn, entgeht wieder auch in der Produktqualität,
weil sehr viele Konzentrate ihre Wirkstoffe besser behalten können. Ein kleines Beispiel, wir nutzen spezielle Flaschen, auch das Weiß in der Färbung der Flasche nutzen wir, damit sich die Stoffe, die wir in den Flaschen drin haben, also verschiedene Aminosäuren, verschiedene Phosphate zum Beispiel, Nährstoffe, dass die sich nicht an der Wand anlagern. Das passiert nämlich, wenn man die falschen Flaschen benutzt oder den falschen Kunststoff benutzt, dann wirkt das wie ein Adsorber und bindet alles an das Flaschenmaterial und dann bleibt nicht mehr besonders viel im Inhalt drin. Und bei den Konzentraten ist es einfach so, dass selbst wenn ein bisschen was angelagert wird, dann macht es nur einen Unterschied von ein paar wenigen Komma Prozent und das Produkt bleibt an sich stabiler. Für mich persönlich das Wichtigste, weil ich es nicht leiden kann, ist, ich kann so weitgehend, wie es irgendwie geht, auf Konservierungsmittel verzichten. Wenn ich etwas sehr konzentriert mache, es ist voll mit Salz oder es ist dann eben sauer, dann brauche ich keine zusätzlichen Konservierungsmittel, was natürlich die Koralle freut, weil die steht nicht auf Konservierungsmittel, da die ja gegen Bakterien arbeiten und wie wir ja auch schon gelernt haben, Korallen halt eben auf ihre Bakterien angewiesen sind, so wie wir auch. Und sie haben leider keinen Magen wie wir, der das dann alles erstmal vorher zersetzt mit der Säure, sondern sie kriegen das dann halt direkt ab. Daher ist es so wichtig, dass ihr die Produkte euch anschaut. Ist auch bei vielen Futtermitteln oder so eine Sache, auch die Frage der Konzentration im Protein. Ja, da kann es dann halt sein, dass man halt mit ganzem Fisch arbeitet und nicht mit der Karkasse, also nur den Gräten. Bei einem anderen Produkt ist es wiederum so, dass man halt eben, wenn man füttert zum Beispiel, reicht es aus, mit 2-3 Tropfen hinzugehen und muss halt eben nicht gleich 10, 20, 50 Milliliter machen, sodass die Flasche schon nach einem Monat weg ist. Sie hält dann halt eben 3 oder 4. Faktisch betrachtet könnt ihr damit sehr viel Geld sparen. Meiner Erfahrung nach, die Firmen, die eine sehr gute, ordentliche Arbeit machen, seit Jahrzehnten teilweise auf dem Markt sind, die auch solche Produkte entwickelt haben, die manchmal teurer sind, in Wahrheit sind sie günstiger. Nämlich, wenn man das pro Dosis betrachtet. Schaut es euch einfach genau an und ihr werdet sehen, das ist so.